Moin Moin und Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge bei mir auf meinem Kanal LS22 Hautbellerin experimentell. Ja, was soll man dazu großartig sagen? Das Grimme-Pack, wie ich mir das vorgestellt habe, macht ein bisschen Probleme. Und zwar hatte man ja den Verteiler gehabt. Und da der Verteiler vom Trichter aus da sein soll, zum in die Palettenkiste einzufügen, hat das leider nicht gemacht. Ist eine bittere Pille, aber ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch nichts wirklich machen. Ich habe am Donnerstag, dem 24. Quasi verdammt viel ausprobiert, verdammt viel experimentiert. Und es ist am Ende quasi so rausgekommen, dass es daran liegt, dass irgendein Mod sich überschneiden muss. So. Ja, heißt für mich, ich muss jetzt irgendwie da weiterkommen. Und dann habe ich nämlich gedacht, naja, Grimme, alles schon und gut, hin und her. Und habe mir dann quasi bei Giants auf der Seite mal geguckt, was vielleicht ein bisschen, ja, statt Standard mal auswählen könnte, was für ein Mod da nehmen könnte oder was da brauchen könnte. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, der sammelt ihn noch auf. Nein, die sammelt er nicht auf, also haben wir da schon das nächste Problem. Muss ich mir doch noch den Kleinen da leihen. Naja. Bringt aber nichts, denn die Ernte muss ja auch irgendwie eingefahren werden. Da können wir halt auch nichts machen. Ne? Es ist halt so. Ja, der Schweinestall, wie im Stream schon angekündigt, haben wir dann dementsprechend auch schon befüllt. Und ja. Das heißt, die nächsten paar Folgen. Werden wir dann halt dementsprechend damit verbringen, die Ernte da einzufahren. Also das heißt, wir müssen quasi uns noch den anderen dort mieten. Mieten. Der Rest wird dann quasi reingeschmissen. Das Silo. Ja, danke an Jo nochmal für die Hilfe. Im Stream auch während danach. Weil wie gesagt, standardgemäß funktioniert da. Das heißt, wenn wir irgendwann auf eine andere Karte wechseln würden, heißt das dementsprechend, dass wir das Grimme-Pack Standard mitnehmen. Und ich quasi gewiss eine neue Modliste, also eine Standard-Modliste, mich quasi festlegen muss. Also ich nicht muss, sondern auch mehr werde. Ja, das heißt für mich, die nächsten paar Tage werden halt ziemlich viel abgeerntet. Und dann schauen wir mal. Also auch jetzt den Grimme, der kann auch Zuckerrüben machen, den ich mir jetzt einfach mal gemietet habe, werden wir auch benutzen. Und dann einfach mal schauen, wie sich denn dann das Ganze nämlich dann
weiterentwickelt. Grimme hat jetzt in dem Fall auch ein Ladevolumen von 12 Kubik. Und ja, wie gesagt, wenn das voll ist, werden wir quasi dann das Ganze auch ins Silo reinschmeißen. Da hinten, wo quasi diese Blöcke das sind, habe ich mir schon manchmal auch eine Kleinigkeit überlegen, da etwas hinzubauen. Weil palettentechnisch, ja, kann man es leider nicht machen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht werden wir auch quasi Palmbots wirklich rausschmeißen. Um ein bisschen was zu verändern. Ja, aber das schauen wir einfach mal, wie sich dann das entwickelt. Oder ja. Ob es ein Abfahrer jetzt hin oder her ist. Ja. Ich wollte eigentlich da hinten die ganzen Kartoffeln hinschmeißen, liegen lassen und dann mit dem Radlader einzeln dann mal ein bisschen gucken. Aber ja. Muss man halt mal ein wenig experimentieren, sage ich so schön, ne? Aber naja. Ja, also wie gesagt. Und ich war schon ganz verärgert, weil wie gesagt, wo wir am Montag die Aufnahme von Osada, von Haus Belleron und von ETS2 aufgenommen haben, die ist mir auch nichts gelungen. Weil Musik im Hintergrund war. Und OBS eigentlich ganz klar den Punkt hatte, hey, da ist nichts. Also wieder ein Leichtsinnsfehler. Kann aber auch den Guten passieren. Deswegen nehme ich jetzt wieder mehrere Folgen, also erstmal mehrere Folgen am Stück auf. Und ja. Ich finde es schade, also vor allem, dass ich da nicht so weiß, an welchen Mods liegt. An welcher, ja, was das Problem generell ist. Aber naja. So ist das halt. Da muss man das halt auch ein bisschen, das Ganze ein bisschen rausfinden. Aber ich würde dann eher so sagen, dass ich die ganzen Mods auch runterschmeiß. Und ja, das heißt, wenn wir dann alles verkaufen. Oh, oh, oh. Da haben wir auch schon nächsten Part. Der manuelle Stopp fällt uns quasi. Das Licht aus. Ja, aber so muss ich quasi dann das Ganze erstmal abernten. Das Ganze mal so weiterfahren. Aller kann der quasi auch verkauft werden. Aber ja. Was soll man dazu schon sagen? Bessere Wahl beim Einkauf deiner Maschinen gucken können. Naja. Aber zu einem können wir direkt mal ausprobieren, wo nämlich die Kartoffeln nämlich noch hingehen können. Weil zu dem Multifrucht-Silo, das ich ja da habe, können wir mal gleich gucken. Naja. Ja, am Mittwoch quasi. Danke nochmal für alle, die mal im Stream dabei waren, für die Geburtstagswünsche. Den nachträglichen Stream am Samstag. Also wenn heute eine Folge rauskommt, dann geht am Samstag die Party jetzt richtig ab. Nämlich auch eine kleine Premiere, was wir haben. Und da freue ich mich auf ganz besonders darauf. Weil es werden dann nämlich öfters mal so tolle Streams geben, aber wie gesagt, das sind halt quasi auch die
Aber das Equipment, was ich meinte, dass ich nämlich auch dann als Vollzeit-Streamer quasi dann nämlich aktiv bin. Und ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr mir weiterhin so geilen Support gibt, wirklich für dieses Video, für auch das experimentell, gerne Daumen nach oben da lassen würdet, wenn es euch gefällt. Dann weiß ich, ich mache auf jeden Fall was richtig. So, was hoffe ich, dass ich hier Kartoffel abliefern kann? Ah ja. Alles echt schade. Dann fahren wir nämlich jetzt zurück zum Händler, verkaufen dann. Und ja. Dann wäre er nämlich dann auch mal weg. Schade, 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 der Gute. Da habe ich mir so viel Hoffnung auch gesetzt in dieses Pack. Aber wenn er wirklich ein Mod Probleme macht, ja, dann stehst du wirklich da. Dann stehst du wirklich da. So, dementsprechend können wir jetzt auch dann den grünen Hänger nehmen, den wir da haben. Den zweiten brauchen wir dann gar nicht zu verkaufen. Das passt nämlich dann. Und ja. Ja, also wie gesagt, vom 2. bis zum 5. März bin ich nicht da. Alles, was ich heute aufnehme, wird quasi auch für die kommenden Tagen veröffentlicht sein. Also es kommt da schon ein bisschen. Wird ein bisschen viel sein. Deswegen werde ich auch ein bisschen voraus produzieren, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß daran. Wie gesagt, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ja. Und auf jeden Fall ist mir schon mal ein Stein von Herzen gefallen. Und zwar die ganze Diskussion hier mit dem Arbeitsamt, was ich da habe, ist auch ähnlich von der Schippe. Die lassen mich endlich mal in Ruhe, mein Ding wirklich zu machen, was ich vorhab. Und da ich jetzt sowieso irgendwann, naja, in 1, 2 Monaten sowieso ins Bürgergeld runterrutsch, ich will es zwar nicht, aber ich habe versucht mir, ich habe einen Plan. Einen Plan will ich auch wirklich in die Tat umsetzen, weil wie gesagt, aber wie gesagt, es geht erstmal darum, dass ich auch ein bisschen was reinholen kann und dass ich mindestens in der Woche vielleicht noch 2 Tage arbeiten kann. Aufgrund, naja, die einen anderen wissen das ja, dass gewisse Probleme aus der Vergangenheit wieder aufgetaucht sind, muss man dementsprechend auch was handeln. Deswegen hoffe ich doch, dass ihr das versteht, mir das nachsieht. Dass es halt mal ein paar Tagen dann auch keine Streams geben wird, aber das ist halt so meine Welt, na komm schon, mach Platz. So. So, stell dich hier vor. Kann man dich verkaufen. Können wir nämlich zurückfahren. Und dann holen wir nämlich gerade den anderen Hänger. Es wird zwar jetzt ein bisschen teuer mit den ganzen Mietsachen, aber was anderes fällt mir quasi jetzt erstmal dazu gar nicht ein. Ja. Ich hab die Ente auch nicht gesehen. Sorry, Kollege, aber ich hab's eilig. Gute Bauer wird auch wieder hauer sauer. Also. So, ja, also das ist der Stand der Dinge, wie es halt jetzt momentan auf der Karte aussieht. Weiterhin werden wir halt ein bisschen die Tiere verpflegen. Aber
Ja. Da ist er. Gut, dass wir jetzt auch hier schon eine Einfahrt haben. Dann passt das Ganze. Weil theoretisch könnten wir auch uns irgendwann dann auch schon Schweine holen. Aber mit den Schweinen werde ich dann euch quasi dann auch wieder eine Abstimmung machen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen was drin haben. So, Handbremse rein, Abeln koppeln. Und rein mit. Schön. So, bei meinen Videoformaten, die ich da so habe, ja, was soll ich sagen? Wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich ja den einen oder anderen Streamer gerne mal pushen würde oder supporten möchte, weil wie gesagt, Support ist kein Mord. Aber dementsprechend hoffe ich ja, dass da auch eine kleine, dass sich auf gegenseitig beruht. Vor allem gerade, was bei OMSI 2 momentan gerade da rausgekommen ist, finde ich echt geil, also wie gesagt. Sowas hätte ich halt öfters gerne, aber ja. Wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Oder wenn es halt mal. Aber es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Ja, unsere Felder werden auch hier schon fast erntereif. Unser Gras ist auch schon erntereif, aber das lasse ich noch einen Tag wachsen. Weil die ganze Konzentration geht jetzt erstmal drauf für die Kartoffeln zu ernten. Dementsprechend. Ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, ich werde meine Modliste in den nächsten Wochen noch aktualisieren. Ich werde es auch hier in die Videobeschreibung reinpacken. Und das sind auch wirklich Mods, die funktionieren. Außer sie überschneiden sich wie bei mir. Deswegen, ja. Müssen wir da mal uns ein wenig zusammensetzen. Vielleicht werde ich das auch ganz im Livestream machen. Ich weiß es nicht. Aber so die Grund-DLCs, die ich quasi über den Season Pass mit habe, die werde ich quasi schon mit reinnehmen. Meinst du, hier brauchen wir auch wie nennt sich das? Platin-DLC für die Karte hier, aber ich habe es halt trotzdem aktiviert. Nicht, dass da irgendwas sich überschneidet. Gut, also, dann tun wir mal überladen. Aus. Und dann fangen wir nämlich dann gerade da hinten an der Ecke systematisch dann das Ganze zu anzugehen. Gescheit zu ernten. Naja. Schade, schade, schade. Aber ich muss auch sagen, mir geht's auch wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch dementsprechend unseren Spaß haben. Noch weiter mit der Karte, weil wie gesagt, den Winzer möchte ich irgendwann noch haben. So. Vielleicht holen wir uns auch irgendwann mal einen Vollernter, ich weiß es nicht, aber geplant habe ich es noch nicht groß voraus, aber dementsprechend
hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei der Kartoffelernte. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Mein Name ist Bartolo. Danke fürs Zusehen.